Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass ich einen Beitrag zu dieser Tagung leisten kann. Leider war es mir aus terminischen Gründen nicht möglich, physisch bei Ihnen anzureisen und anwesend zu sein. Ich hoffe, Sie nehmen also mit meiner virtuellen Gegenwart vorlieb. Das Thema, das ich mir vorgenommen habe, ist das Thema Risiko und Risikokommunikation. Und es geht ja vor allem darum, wie das komplexe Risiko des Klimawandels dann auch regional in den Mittelgebirgen sich zum Ausdruck kommt und wie es dann auch durch ein entsprechendes Risikomanagement besser in den Griff zu bekommen ist. Und das gilt sowohl für die Vermeidung, das ist dann die übliche Mitigation, bei denen wir regional relativ wenig machen können, und dann natürlich die Frage der Anpassung. Bleiben wir zunächst einmal bei der Frage des Risikos selber. Die Klimarisiken sind ja globale Risiken und sie zeichnen sich durch vier wesentliche Eigenschaften aus. Die erste Eigenschaft besteht darin, dass sie für alle Menschen globale Geltung haben. Das heißt, alle, die diesen Klimawandel in irgendeiner Weise mit beeinträchtigen, die diesen Klimawandel auch mit verursachen, werden Auswirkungen auf andere Menschen in ganz anderen Erdteilen ausüben. Das heißt also, jeder ist betroffen und jeder nimmt an diesem Klimawandel, sei es als Verursacher oder als Erleider, teil. Das macht für uns die Risikodebatte besonders schwierig, weil das ein sogenanntes Allmende-Problem ist. Und Allmende heißt, dass alle betroffen sind, aber jeder Einzelne nur marginal dazu beiträgt, also für den Einzelnen eigentlich immer der Schluss naheliegt, mein Beitrag ist so gering, das kann ich dann auch gleich verschmerzen, und all die anderen, die machen es ja auch, und wenn ich als Einziger etwas dagegen tue, dann wird das kaum einen Einfluss auf das Weltklima haben. Umgekehrt wissen wir natürlich auch, dass es dann so eine Free-Rider-Position gibt, dass also die Menschen oder die Länder, die glauben, dass alle anderen etwas tun würden, kommen auch in den Vorteil des Klimaschutzes, obwohl sie selber nichts dazu tun. Und diese Schere zwischen der Marginalität auf der einen und der Free-Rider-Position auf der anderen Seite machen eben Abkommen zum Klimawandel sehr schwierig, sodass es bis heute noch nicht wirklich gelungen ist, selbst mit Paris einen sehr wirkungsvollen Klimaschutz auf die Beine zu bekommen. Deshalb verbleibt dann eben auch die Anpassung, und da haben wir nun die anderen Merkmale des Risikos neben der Globalisierung, die hier für den Klimawandel typisch sind. Das zweite Merkmal ist es, dass diese Klimawandelrisiken außerordentlich komplex und vernetzt sind. Das heißt also, kleine Änderungen können große Änderungen hervorrufen in der Auswirkung des Klimawandels in verschiedene Regionen. Deshalb ist es auch sehr schwierig, diesen Wandel im Einzelnen vorauszusagen. Wir wissen zwar mit großer Genauigkeit, was der Klimawandel global im Thema großen Temperaturunterschieden, aber auch im Thema Extremwetterereignisse auslöst. Aber was er ganz genau in einzelnen Regionen macht, ist weitgehend unsicher. Und wir haben dort sehr viele Regionalmodelle, die aber sehr große Bandbreiten auch an Ausweisungen haben. Das heißt also, wir sehen auf der einen Seite, dass wir nicht genau wissen, was regional passieren wird. Wir wissen auf der anderen Seite aber auch, dass es deutliche Toleranzgrenzen gibt, ab denen dann auch mit sehr massiven Auswirkungen zu rechnen sind. Und Paris haben wir uns ja global auf 2 Grad im Wesentlichen festgelegt, besser noch 1,5 Grad. Was das aber regional bedeutet, ist weiterhin unklar. Und das ist eine wichtige Aufgabe auch für die Zukunft, dass wir hier mit solchen Unsicherheiten leben müssen. Der zweite Bereich ist, dass es stochastisch ist. Stochastisch heißt, dass Risiken eben nicht deterministisch, wenn A, dann B zu beschreiben sind, sondern dass wir immer mit einer Bandbreite von Auswirkungen rechnen müssen, bis hin dafür, dass auch in einer Region ganz wenig passieren wird. Das führt dazu, dass viele Leute sagen, wenn es nicht sicher ist, dann brauche ich auch nichts zu tun, dann warte ich erstmal, bis ich 100% Sicherheit habe. Dies ist natürlich eine sehr trügerische Sicherheit, weil stochastische Systeme niemals eine 100% Sicherheit erreichen können. Wir müssen also mit unsicheren Daten, mit unsicheren Prognosen leben, und die müssen auch unser Handeln mitbestimmen. Der dritte Bereich, und das ist sehr schwierig, ist, dass Risiken nicht linear und häufig auch mit Schwellenwerten verbunden sind und Tipping Points. Und das bedeutet, dass wir lange Zeit eigentlich gar nichts spüren. Und wenn wir etwas spüren oder wenn der Tipping Point überschritten ist, dann ist die Auswirkung auch massiv. Das heißt, wir können dann nicht mehr aus dem Versuch wirklich lernen. Und dann der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, dass
wir häufig natürlich, was Klimawandel anbetrifft, nicht aufs Erfahrungswerte zurückgreifen können. Das vieles ist alles nur berichtet über Dritte. Das macht es auch in der Kommunikation sehr schwer, wenn es sehr deutlich würde, dass plötzlich die Stürme alle in einem Jahr sich massiv häufen würden, wäre es sicherlich einfacher, dann auch die Weltgemeinschaft dazu bewegen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Aber das ist teilweise schleichend und wir wissen bei einzelnen Ereignissen nicht, ob sie nun, das ist stochastische Natur wiederum, vom Klimawandel ausgelöst worden sind oder nicht. Wenn man diese Eigenschaft noch einmal zusammennimmt, dann haben wir als erstes die globale Natur des Klimawandels, als zweites ist es die Komplexität und die Vernetzung vor allem auch in der Natur, Gesellschaft und Technikwechselwirkung. Dann ist als drittes die stochastische Natur der Auswirkungen, als viertes die Nichtlinearität und als fünften die fehlenden Erfahrungswerte. Alle diese Punkte haben zunächst einmal große Auswirkungen auf die Art, wie wir mit Risiken umgehen, also vom Management. Wir haben in der Vergangenheit konventionelle Risiken außerordentlich erfolgreich eindämmen können. Erfolgreich heißt, dass wir Risiken sehr stark reduziert haben. Ich nenne nur zwei Beispiele. Wir hatten 1960 noch ungefähr 5000 tödliche Unfälle im Arbeitsleben. Heute liegen wir bei unter 400, also ein Faktor von unter 10 gegenüber den starken Unfällen, die wir noch in den 60er Jahren hatten. Ähnliches gilt übrigens auch für Autounfälle, noch so 72, fast 22.000 Verkehrstote, heute 3.700. Das heißt also, die Menschheit, vor allem wir in den OECD-Ländern, haben gelernt, Risiken sehr erfolgreich zu reduzieren. Bei diesen Risiken wie Klimawandel, die wir systemische Risiken nennen, ist dies aber sehr schwierig. Und das gilt nicht nur für den Klimawandel, das gilt auch beispielsweise für die Finanzkrise, das gilt für Pandemien, das gilt für Cyberrisiken, für viele andere Risiken, die wir eben unter diesem Oberbegriff systemisch zusammenfassen können. Das Besondere dieser systemischen Risiken ist, dass sie auf der einen Seite eben global, stochastisch, nicht linear sind, auf der anderen Seite aber regional sehr große Auswirkungen zeigen. Und das ist ja auch das Thema der heutigen Konferenz hier. Was das Management anbetrifft, so bedeutet dies, dass wir häufig große Schwierigkeiten haben, die richtigen Managementmethoden zu finden. Es ist natürlich immer besser, das Risiko von vornherein zu vermeiden oder auch in Prävention zu machen. Das ist aber beim Klimaschutz außerordentlich schwierig, weil eben die Prävention immer davon abhängt, dass die anderen Menschen das auch tun, die anderen Länder mitziehen. Da haben wir unsere Bedenken. Gleichzeitig tun wir es teilweise dann auch selber nicht. Also die allmende Problematik, auf die ich schon hingewiesen habe. Die Probabilistik führt dazu, dass es häufig so ist, dass wir glauben, dass wir vielleicht mit dem heilen Auge davonkommen. Naja, in den Staaten der Südsee wird es vielleicht kritisch werden und in der Sahara, aber bei uns halt nicht. Und ein bisschen mehr Sonne können wir alle gut gebrauchen. Also auch hier ist so die Möglichkeit, it won't happen to me, also ich würde es nicht treffen, sehr stark ausgeprägt. Der dritte Bereich dann der Nichtlinearität ist besonders deshalb kritisch, weil wir Menschen durch Versuch und Irrtum lernen. Und Versuch und Irrtum heißt, dass wir etwas tun und dann versuchen zu sehen, inwieweit die Auswirkungen uns Recht geben oder nicht Recht geben, dass wir dieses Verhalten weiter zeigen oder nicht. Danach ist sowohl unser Schulsystem gestrickt mit Hausaufgaben, Klausuren und allen möglichen Prüfungen. Davon ist aber auch unser Wirtschaftssystem geprägt. Das heißt also, wir probieren Dinge aus und wenn es nicht funktioniert, geht die Firma halt pleite, muss Konkurs anmelden und dann kann man von neuem anfangen. Also auch das ist ein typisches Zeichen, wie wir lernen. Es ist stark beeinflusst durch Versuch und Irrtum. Und dies ist gerade bei nichtlinearen Wechselwirkungen mit diesen Tipping Points keine gute Lernstrategie, denn wir bekommen immer positives Feedback oder auch neutrales Feedback bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn der Punkt überschritten wird, dann ist eigentlich das Lernen gar nicht mehr möglich, weil man dann schon zu Schadenhöhen kommt, die man sehr schwer wieder gut machen kann. Und das ist beim Klima extrem problematisch, weil dann, wenn solche Schädensfälle einmal eingetreten sind, man auch nicht einfach die Klimaschraube wieder zurückdrehen kann. Also hier müssen wir anders versuchen zu lernen als über Versuch und Irrtum. Und schließlich der letzte Punkt, der dann auch schon zur Kommunikation überleitet, ist das Thema, dass Risiken
schwer vermittelbar sind, bei denen uns die unmittelbare Erfahrung fehlt. Als die Bäche noch voller Schaum waren und die Luft schon von schlechter Luft und von Emissionen schon geruchssinnmäßig oder vom Smog her deutlich als verschmutzt erkennen war, ist es relativ einfach, das sehen wir jetzt auch in China, dann auch Maßnahmen einzuleiten. Wenn dies aber nicht der Fall ist, wenn wir auf Aussagen Dritter angewiesen sind, weil wir die Risiken selber nicht mehr erkennen, ist es schwierig, weil natürlich diese Dritten nach Plausibilität argumentieren müssen. Und hier kommt der zweite Bereich dieser Risiken sehr stark zum Tragen, nämlich dass sehr komplexe kausale Zusammenhänge häufig kontraintuitiv sind. Also alles, was intuitiv ist, können wir gut nachvollziehen, erscheint plausibel. Was nicht intuitiv ist, erscheint uns wenig plausibel. Und obwohl wir vielleicht wissen, dass wenn wir mit dem Auto fahren, damit natürlich auch zur CO2-Belastung beitragen und dass diese CO2-Belastung möglicherweise zu einer Überflutung in Bangladesch mitführen kann, ist das vom Kopf her nachvollziehbar, vom Bauch her nicht. Das ist einfach zu weit hergeholt. Das heißt also, irgendwo glauben wir das doch nicht so richtig. Und das zeigt auch dann von unserer Haltung, nämlich dann doch nicht auf das Autofahren zu verzichten. Wenn wir direkt eine Überflutung vom Haus hätten und wenn wir dreimal mit dem Auto gefahren sind, würden wir sicherlich hier unser Verhalten ändern. So, wenn das alles so indirekt ist, dann noch stochastisch. Es muss nicht sein, es kann sein, es ist irgendwo wo ganz anders. Zeit und Ort sind unterschiedlich gelagert. All das führt dazu, dass uns das sehr unplausibel erscheint. Also die Komplexität führt dazu, dass wir zwar vom Kopf her viele dieser Bedrohungen wahrnehmen, aber sie doch in unser Handeln nicht einfließen lassen. Das macht eben auch das Management schwer, weil man nicht Unterstützung der Bevölkerung hat, aber erst recht die Kommunikation. Und damit bin ich schon bei dem Hauptthema, nämlich Kommunikation. Und die lässt sich sehr deutlich an diesen fünf Elementen aufzeigen, die ich eben erwähnt habe. Das erste Element, nämlich Globalität, ist in der Kommunikation deshalb schwierig, weil viele Menschen sagen, naja, erstmal müssen die anderen was machen. Die haben sehr viel stärker die Atmosphäre mit Klimagasen entsprechend vollgeladen. Die haben daher auch die erste Aufgabe, hier etwas zu tun. Oder aber wir tun ja schon sehr viel und dann lassen wir jetzt die anderen mal ran. Oder aber wenn wir was tun, die anderen nichts, haben die einen Vorteil, also tun wir auch nichts. Also diese typische Allmende-Problematik ist in der Kommunikation sehr schwierig, vor allem dann, wenn es eben auch Kosten und Belastungen mit sich bringt. Deshalb ist häufig auch die Adaption die einzige, weil man dann schon etwas spürt und merkt vor Ort und kann dann entsprechend reagieren. Allerdings kann dies dann auch sehr teuer werden, weil eben die Adaption dann doch sehr große Veränderungen erfordert. Der zweite Gesichtspunkt, nämlich die Komplexität, ich hatte schon kurz darauf hingewiesen, ist kontraintuitiv. Kontraintuitiv heißt, das Männchen ist als zwar, ja, realistisch einstufen können, aber dennoch nicht so richtig daran glauben. Und es kommt eben dazu, dass gerade bei komplexen Systemen einfache Auslöser große Wirkungen zeigen können. Und große Wirkungen sind dann mit kleinen Veränderungen verbunden, von denen man von sich aus nie wahrnehmen könnte, dass dies überhaupt einen größeren Einfluss hat. Also von daher kämpft man hier in der Kommunikation immer gegen die Plausibilitätslücke. Dies wird eben noch verstärkt durch die Stochastik, das kennen wir aus anderen Bereichen auch. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das jetzt gar nicht mit Klimaschutz zu tun hat, das Zigarettenrauchen. Jeder, der raucht, kennt irgendjemanden, der 95 Jahre alt geworden ist und auch geraucht hat. Das heißt also, ich finde immer eine Ausnahme von dem, was ich eigentlich tun sollte. Wenn ich mich ändern soll, suche ich nach den Ausnahmen. Oder um es mathematisch auszudrücken, auf der Gaußschen Normalverteilung fühle ich mich immer ganz rechts aufgehoben, also die Ausnahmen, die rechts sind. Wenn andere etwas tun müssen, was mich bedroht, bin ich immer links auf der Kurve, dann bin ich eben immer das Opfer. Es wird an mir passieren und nicht den anderen. Also diese Polarisierung zwischen den potenziellen Opfern, die immer sich auf der linken Seite sehen, und den potenziellen Tätern, die immer auf der rechten Seite sehen, führt dazu, dass Kommunikation sehr schwierig ist. Beide beziehen sich auf die gleiche Normalverteilung, aber jeder sieht sich selber auf einer anderen Seite dieser Normalverteilung ausgerichtet. Also die Amerikaner sagen so schön, wenn man selber etwas tun muss, dann heißt es, it won't happen to me, ich bin die berühmte Ausnahme.
Wenn andere etwas tun sollen, was mich bedroht, sage ich better safe than sorry. Das heißt also, ich will lieber auf der sicheren Seite stehen. Und genau das macht Kommunikation sehr schwierig. Also wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen, Glyphosat, da sind diejenigen, die es nutzen, die sagen, so schlimm ist es doch gar nicht und wir nehmen doch wahr, dass diese Risiken eher gering sind. Und die anderen, die darunter möglicherweise leiden, sagen, egal wie groß das Risiko ist, es ist da und von daher muss es auf jeden Fall vermieden werden. Das haben wir auch im Klimaschutz sehr häufig, dass wir Menschen sehr häufig sagen, naja, mein kleiner Beitrag zur Klimaverschmutzung, der Kopf fällt nicht sonderlich auf. Da sind wir einerseits beim Allmende, aber eben auch, das ist dann in der gesamten Auswirkungsbilanz dann doch nicht besonders schwerwiegend. Aber was andere tun, ist schwerwiegend, da müssen andere ran, aber ich nicht. Damit kommen wir zum dritten Thema, der Nichtlinearität. Und noch einmal deutlich, die Nichtlinearität ist sehr eng verbunden mit dem Lernprozess Versuch und Irrtum. Und wenn dieser Lernprozess ausgesetzt ist, ist es ganz schwierig für Menschen, ihr Verhalten zu ändern, auch für Politik, aber eben auch in der Kommunikation. Es ist noch gar nichts passiert und dann soll man sich was ändern, was möglicherweise auch mit eigenen Kosten oder mit eigenen Belastungen verbunden ist, obwohl doch überhaupt gar nichts negativ ausfällt und man eigentlich nur darüber berichtet erhält. Und diese Diskrepanz ist besonders schwierig dann, wenn es eben auch noch zusätzlich kollektive Maßnahmen bedarf, die durch das Allmende-Prinzip eher unwahrscheinlich sind. Also Versuch und Irrtum, ja, danach lernen wir, aber wenn der Versuch nicht zu einem nahbaren oder zu einem erlebnisbaren Irrtum führt, dann sieht man keinen Grund, eigentlich Änderungen vorzunehmen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, das ist die mangelnde Erfahrbarkeit des Risikos. Das haben wir bereits im Thema des Ozonloches gesehen, das war auch nicht erfahrbar, zumindest nicht öffentlich, aber hier gab es nun eine geringe Zahl von Akteuren, die gehandelt haben und im Endeffekt ist ja dieses Risiko dann auch weitgehend nicht zu großen Schadensfällen, hat das nicht geführt. Und jetzt sagen ja viele, ja, dann hätte man die KfCs ja weiter aufnehmen können, es ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Also dem Moment, wo ich tatsächlich antizipativ lerne, also bevor der Knickpunkt erreicht ist, dann passiert auch Gott sei Dank wenig. Aber für viele Menschen ist das auch ein Grund, das zu sagen, naja, es ist nichts passiert, also war das Ganze nur ein Bluff. Und das sehen wir auch und haben es auch schon im Bereich des Klimawandels gesehen, dass Leute glauben, das ist ein Bluff, weil ja die ganz schlimmen Dinge bisher ausgeblieben sind. Also mangelnde Erfahrung führt dazu, dass wir irgendjemandem vertrauen müssen. Da gibt es drei Möglichkeiten. Ich vertraue niemandem, dann will ich in der Regel null Risiko. Oder ich vertraue einer Elite, die mir sagt, was mit dem Klimawandel auf sich hat. Dann werde ich das auch im Wesentlichen übernehmen. Oder aber ich habe das, was man vagabundierendes Vertrauen nennt. Ich vertraue einmal dem und andermal dem, weil ich es ja selber nicht nachprüfen kann. Und dann fühle ich eine große Verunsicherung, die mich ängstigt, aber eben auch lähmt. Also großenteils auch nichts tue. Was bedeutet das jetzt für die Risikokommunikation, für das Risikomanagement? Ich denke, dass wir drei Dinge tun müssen, die uns hier gerade auch auf der regionalen Seite, hier geht es ja darum auch, wie wir mit dem Klimawandel in Mittelgebirgen umgehen können, weiterhelfen können. Das erste ist, dass wir weiterhin eine effektive und auch nachvollziehbare Wissenschaftskommunikation brauchen, die nicht nur sagt, was uns bevorsteht im Sinne des Klimawandels, sondern auch die Strukturen, Prozesse, wie Wissenschaft eigentlich arbeitet, verdeutlicht. Vor allem auch, dass man zeigt, dass wir in stochastischen Systemen nicht auf feste deterministische Aussagen vertrauen dürfen und es dennoch nicht dadurch beliebig wird. Das ist nicht einfach, ist eine wichtige Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, aber sie muss geleistet werden und hier ist steter Tropfen höhlt den Stein eine wirklich gute Devise. Der zweite Punkt ist, dass sich mehr an die Wissenschaft selber richtet, nicht nur an die Kommunikatoren, ist, dass wir besseren Simulationen brauchen, die uns den Versuch und Irrtum in den virtuellen Raum verlagert.
Der virtuelle Raum leidet nicht, Gott sei Dank. Das heißt, wir können doch beispielsweise Klimawandel sehr gut simulieren und visualisieren, sodass Menschen sehen, aha, wenn wir so weitermachen wie bisher, wird genau dies oder jenes passieren. Das heißt, es muss so plastisch werden, was dann an Konsequenzen zu erwarten ist, dass man auch ohne, dass diese Konsequenzen bereits real zu beobachten sind, man bestimmte Verhaltensweisen ändert oder auch Zustimmung zu einer Politik gibt, die eben den Klimawandel sehr ernst nimmt oder eben auch entsprechende Anpassungsmaßnahmen vorgibt, bevor es zu spät ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, dass wir heute bei den Simulationen noch nicht so gut sind, dass sie tatsächlich diese tragende Kraft der Kommunikation ausüben können. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir diese Simulationen tatsächlich auch im Sinne der Kommunikation leisten und nicht nur im Sinne der Aufklärung oder im Sinne des Gespräches zwischen Experten und Managern. Also es ist auch eine Aufgabe für die allgemeine Öffentlichkeit und vor allem auch, wie wir in der Öffentlichkeit Dinge plastisch werden lassen, die sie in der Realität noch nicht abzeichnen. Also mehr Investition in Simulationen, vor allem auch in regionale Simulationen, erscheint mir außerordentlich wichtig zu sein, ohne dass wir deshalb die Unsicherheiten nicht erwähnen oder sie einfach ausblenden, aber dennoch auch die Bandbreite der möglichen Folgen aufzeigen und dann sagen, dass dies auch sehr plötzlich passieren kann, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten sind. Und das Dritte ist, dass wir gerade im regionalen Bereich sehr viel mehr Bürgerbeteiligung brauchen. Das klingt zunächst einmal paradox, wenn gerade diese Bürger und Bürgerinnen im Stammtisch immer wieder sagen, dass wir das alles nicht brauchen, dass der Klimawandel ja gar nicht zu beobachten ist. Und